Die haben Weltrekorde gemacht. Das habe ich nämlich gesehen. Der Herr Rezo hat nämlich einen Weltrekord gemacht. Und wenn die das machen, dann will ich davon einen Weltrekord brechen. Hier und jetzt schwöre ich nicht eher so ein Vielleicht-Ding, dass ich vielleicht das... Ja, ja, schauen wir mal. Ich schau mal, was die für Weltrekorde gemacht haben. Vielleicht kriegen wir ja selber einen Weltrekord hin. Hier hinten ist schon alles abgedeckt, wie bei Dexter, dem freaking Serienmörder. Ich würde sagen, legen wir los. Ja, ich hab's jetzt voll im... Risulei, lol, ey. Risulei, lol. Ey, das ist richtig eklig. Aber ich schwöre, das ist so unangenehm. Ich will seit einem Jahr mit Joey kochen und ein Video mit dir machen. Und ich habe mich immer noch nicht gemeldet. Joey, falls irgendwie auf Umwegen das sehen solltest. Sorry. Ich bin jetzt so dreckig. Ja, also. Anturius, dankeschön auch für den Zap. Eklig. Okay, wollen wir mal beginnen? Ich bin ready. Herzlich willkommen zu einem neuen Kanal hier. Nein. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja. Der Kanal, ja. Der heißt Joey. Iso. Ja, lol, ey. Der da heißt Joey. Iso. Ja, lol. K. Lol. Sie. Sie. Hey. Rezo Kalolzi. Hört sich an wie Jody Kalolzi. Heute geht es um ein... Ich habe ein... Sprachen lernen, Bubble. Bubble. Heute habe ich einen wunderschönen Gast dabei. Und zwar der liebe Joey von Joey's Jungle. Wir versuchen nämlich heute Weltrekorde, die es wirklich gibt. Ganz kurz. Guinness... Ganz kurz. Seht ihr das? Ist es das, was ich denke? Ist es das, was ich denke? Was es ist? Ist es das, was ich denke, was es ist? Ist es das, was ich denke? Haben wir das gleiche Armbändchen? World Records, die es so gibt, zu brechen. Das Video ist erst vorbei, wenn mindestens einer gebrochen wird. Okay. Ja. Das Video ist vorbei, wenn die erst ein... Okay, TJ World Records. Mindestens einer gebrochen hat. Genau, und ich euch dieses Zertifikat mit Stolz übergeben kann. Ja. Darf ich mir das dann aufhängen? Ja. Aber noch nehme ich es erstmal wieder weg und ihr müsst jetzt was machen. Die erste Aufgabe hat... Haben wir das gleiche Armband? ...was mit diesem wunderschönen Toast hier zu tun. Ja. Alter, er wirft ein Toast, so. Okay, ja. Habe ich nicht da, ich habe keinen Toast. Sehr banal. Ja. Aber ihr müsst eine Scheibe Toast essen. Das geht nicht. Das haben schon so viele probiert, das geht nicht. Du kannst dir Milliarden Videos auf YouTube angucken, wo jemand versucht, diesen Weltrekord zu brechen. Ja, dann hören wir jetzt auf mit dem Video und gehen nach Hause. Nee, mach ich nicht. Ihr müsst auf jeden Fall... Weltrekord in einer Scheibe Toast essen ist 31,48 Sekunden. Und da einfach so ein... Ich habe leider keinen Toast. Aber wir können ja schätzen. Schaffen die das, den Weltrekord zu knacken oder nicht? Eins ist ja, zwei ist nein. Jetzt im Chat. Let's go! Ist ein bisschen Verzögerung drin, deswegen ist natürlich 1, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Wer glaubt dran? Peggy. Peggy glaubt dran, Runa glaubt dran. Okay, los geht's. Eine Scheibe Toast davon zu essen. Das ist auch noch so eine labbrige Scheiß-Toastscheibe. Aber da muss man ja jemanden von Guinness World Records da haben, ne, damit das zählt. Das riecht auch irgendwie geil, ne? Ich hab so Bock auf Essen. Ich hab auch gerade richtig Lust drauf. Kann ich noch ein bisschen Margarine drauf schmieren? Nein! Frischkäse? Nein! Wasser zu trinken? Nein! Nutella? Man darf gar nichts trinken, ne? Ja, obviously. Ja, man darf nichts trinken und dann ist das halt so voll trocken. Deswegen ist es ganz so schwer. Mit deinen Fettfingern schummel doch nicht. Ich hab dir das Toast vorher. Du hast das so klein gedrückt. Ich hab's genau gesehen. Überhaupt gar nicht. Hey, das darf man doch bestimmt, oder? Überhaupt gar nicht. Ich habe hier einen Timer von 31,48 Sekunden. Ja. Das sind aber 31 Minuten. Ah ja. Oh Mann! Schon wieder nicht überspringbar. Es braucht nicht viel. Etwas von dir. Du hast einfach eine Fertigpizza in den Ofen geschoben. Das ist nicht romantisch! Stopp, die mag dich deswegen nicht! Du hast eine Aufbackpizza geholt! Das schaffe ich. Werbung. Werbung in Real Life. 31 Sekunden, das reicht. So genau sind wir, müssen wir nicht sein. 31 Minuten, gib mir noch ein Glas Wasser und dann schaffe ich. Boah, ich sage, die schaffen es nicht. Diesen verdammten Kack-Weltrekord machen. Okay, let's go. Okay. 2, 1, los geht's. Boah, ich hätte es auf jeden Fall auch so reingematscht. Ich hätte es auf jeden Fall gedrückt und dann probiert einfach nur zu essen und dann runter zu schlucken. Oh, oh. Boah, Toast ist so krank trocken. 10 Sekunden. Boah, gibt es dann auch genormtes Toastbrot? Boah, als ob Rezo so gut ist. Als ob der so gut ist! 4, 3, Peggy, könnte vielleicht 2, dran. Peggy, vielleicht dran. Ey. Als ob. Das war sehr knapp. Das war sehr knapp. Peggy fast hätte Rezo.
dein Herz erobert. Ich habe nicht mehr viel im Mund gehabt. Richtiger Typ. Aber es war nicht das war knapp. Das war wirklich knapp. Das war wirklich knapp. Kannst du sowas gut? Bist du gut in sowas? Also, ich habe einmal fast gekotzt, ne? Einmal, als ich diesen harten, trockenen Ball runtergeschluckt habe, hätte ich wirklich, ich habe richtig fast den Würgereiz bekommen. Boah. Hätte ich vorher ganz viel Spucke gesammelt im Mund, da hätte das vielleicht, boah, Alter, boah. Als ob er, stell mal vor, so CDU zerstört und Weltrekord im Toast schnell essen. Der Mann kann alles. Wie kann man ihn nicht lieben, ist die große Frage. Die ganze Speiseröse mit Toast gekleistert. Okay, kriege ich jetzt eine Bestrafung eigentlich? Oder gibt's sowas auf deinem Elektroschock? Mann? Elektroschock! Das ist die nächste Aufgabe. Okay, zweite Runde. Zweite Runde hat was hier mit zu tun. Ich kann das nicht mitmachen, ich hab das nicht! Yeah. Was ist das? Die kleinen Dinge im Leben. Ah. Ich glaube ja. Darum geht's jetzt. Ah, alle im Gesicht. Das habe ich mal gesehen. Das habe ich tatsächlich mal gesehen. Hä? Das habe ich wieder gesehen. Mach wieder Gaming-Videos. Komm auf meinem Gaming-Kanal, Mitello. Einfach in der Beschreibung gucken. Da gibt's einen Gaming-Kanal. Zweiter Kanal. Da kommen Gaming-Videos. Halt Schnauze. Kannst du nicht sagen, dass ich das nicht mache. Sag mal. Sag mal. Ich glaube, das waren viele im Gesicht, ne? Und auch in so einer Zeit. Genau. Der Weltrekord in verschiedenen Weltrekordern im Gesicht liegt bei 51. Ah, aber generell oder mit, mit einer Zeit? Aber jetzt haben wir Zeit dafür. Genau, ihr habt viel Zeit hier. Alaba! Ich will ja nicht sagen, aber du warst als ob man das nicht machen, als ob man das nicht machen könnte, wenn man einfach richtig dick ist, weil du dann mehr Kinn hast und so. Wie ich? Also nehmen wir jetzt dein Gesicht. Ach so! Das ist eine Teamaufgabe. Oh, jetzt verstehe ich. Hältst du es für mich aus? Ja. Boah, das tut richtig heftig weh, ne? Oh Gott, der Arme. 51 Stück. Richtiger Sadist. Oh Gott, oh Gott. Ah! Oh, Sadomaso. Oh, oh Gott. Au, es kann gar nicht mehr auf weh zu tun. Ich habe alles abgenommen. Ich fühle mich jetzt schon wie so ein Ureinwohner irgendwo, die so Teller im Ohr haben. Oh, Scheiße. Oh, meine Nase. Boah, das tut auf Dauer viel mehr weh. Hör mich an. Oh, wenn ich lache, tut's noch mehr weh. Okay, pass, ich mache erstmal hier. Oh, nein. Ich sag ja, wenn Kind zählt, dann einfach schön chubby. Ich mag nicht mehr, das ist voll weh. 51 ist so krass. Ah, oh Gott, der Arme. Wie viele haben wir? Zähl mal bitte. Oh Gott. Ja, 17. 17 erst? Wo haben die alle hingemacht? Oh, fuck, ey, nee, wir schaffen das nicht. Oh, oh. Oh, Jesus. Ich könnte auch gerne nochmal die Rollen tauschen. Ja, genau, wir probieren das jetzt einmal bei dir. Singst dein Ohr? Ah, das ist ja mega krass! Ja, siehst du. Oh, warum muss er das denn jetzt tun auch noch? Oh Gott, das tut mir weh. Das ist so heftig, das ist richtig übel. Oh. Ey, ohne Witz. Ich glaube, zählt das auch, wenn das am Barthaar hängt? Weil in den Bart kriege ich doch bestimmt ganz schön viele rein. Ich glaube, ich hätte da mehr bekommen. Ich glaube, ich hätte so um die 30 würde ich schaffen. Nur wegen dem Bart alleine. Geht nicht. Das geht nicht. Das was muss man denn für eine Haut... Ah, hier ist noch einer. Was muss man denn für eine Haut haben, damit... Könnte auch so ein Style-Accessoire sein, oder? Stellt euch mal vor, dass du trägst hier einfach immer hinten so an deinem Ohr dran, wie er das jetzt hat. Einfach so ein, einfach so, so eine Klammer. Das was muss man denn für eine Haut... Ah, hier ist noch einer. Guck, er hat es nicht mal gemerkt. Ich glaube, das ist ein Style-Ding. Ich glaube, das kommt. Damit man 52 ins Gesicht kriegt. Verloren. Immerhin brauche ich nie wieder in meinem Leben Wäscheklammern. Scheinbar seid ihr doch nicht so hart, wie ihr dachtet. Und leider wurde die zweite Aufgabe auch gefailt. Ey, aber wir müssen den Rekord aufstellen? Natürlich. Hm, klar. Was passiert, wenn wir es nicht schaffen? Ich habe die ganze Nacht Zeit. Er hat eine Liste mit ganzen... Als ob, Alter. Okay, wir machen die dritte Aufgabe. Da meinte Rezo, dass er es easy schaffen würde. Habe ich nicht gesagt. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Gibt es den Rekord, dass man innerhalb von 48 Sekunden das Alphabet 46 auf einer Tastatur mit der Nase tippt? In 48 Sekunden das Alphabet mit der Nase. Ja, einfach so. Moment mal, Weltrekord in 46 Sekunden. Okay, da hat er sich vertan. Das Alphabet mit der Nase auf einer Tastatur tippen. Kann man hier einen Timer einstellen bei Dings? Online-Timer. Stopp. Stopp mal. Stopp! Timer! Stopp! Wie? Refresh! Stopp! Okay. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal hier. Ich richte das schön ein. Ich richte das schön ein. Ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich mach so. Dann überrasche ich euch mit dem unfassbaren Setup hier. Ja, ja. Ja, ja. Ja, hat er? Hat er? Kann er?
Ja, ja, ich krieg das hin, warte. Mhm. Ja, hat er bis dato gut gemacht? Hat er gut gemacht? Hat er, kann er? Ist er. So, bereit? Für... kann er. So. Also wir ziehen ein paar Sekunden ab, ne? Wir ziehen... Ich fange ab 10 Sekunden dann an. Ich restarte den und ab 10 Sekunden fange ich an. Was ist denn los mit dir? Ab 10 Sekunden. Oh Gott, Alter. Oh nee, das ist ja schon alles falsch! Oh nee, das ist doch alles falsch! Warte, okay, ich mach nochmal neu. Ich mach nochmal neu. Nochmal ab 10 Sekunden. Nochmal, zweiter Versuch. Zweiter Versuch ist immer drin. Zweiter, ab 10 Sekunden fangen wir an. Ab 2 Sekunden fangen wir. Wir machen das. Okay. Alles gut. Alles entspannt. Alles entspannt. Und 3 und 1 und. So. Nein! So. So, also von der Geschwindigkeit her ist es okay. Jetzt gucken wir mal, also von der Geschwindigkeit her war das okay. Von der Sauberkeit her nicht. Aber jetzt schauen wir doch mal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, scheiße. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ey, musst du das Alphabet in der korrekten Reihenfolge abtippen. Gute Dings, ja. Also, wer ein Zinken hat, ist auf jeden Fall klar im Vorteil. Habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich bin mir sicher, dass ich das auch schneller hinkriege. Wie lange hat das jetzt gedauert? 26 Sekunden. Ich meine, jetzt guckt gerade keiner den scheiß Stream, weil ihr alle mit eurer scheiß Fresse über eurer Tastatur hängt, ihr Opfer. Mann, ey, wir sind alles schon ein kleiner Verbund von ganz komischen Opfern hier gerade. Das ist nicht gut. Lass einfach nicht erzählen, dass das passiert ist. Es kommt zwar ein Video auf dem Zweitkanal dazu dann hier. 34 Sekunden, ne? Also, ich gebe Rezo recht. In einem guten Anlauf schaffe ich das auch. Also ich bräuchte auch 34 Sekunden ohne, also das wäre jetzt ohne Vertippen. Oh, vrum, vrum. Ja, aber A, B, C, D, E. Ah, okay, man muss es alphabetisch machen. Ja, okay. Ja. Vrum, vrum, vrum. Ja, okay, einfach so. Vrum. Und guck das Tattoo. Darth Targaryen. Dankeschön für den Sub. Wisst ihr, wenn ihr, ich habe jetzt so eine große Tastatur, wenn das eine flache Tastatur ist, viel besser. Oder du nimmst dir einfach so eine fette Oma-Opa-Tastatur. Dann glaubst du, das ist möglich? Niemals. Safe! Nein. Ich schaffe 48 Sekunden, da musst du ja genau wissen, wo du direkt hin musst. Hä, als ob du das nicht weißt. Ich habe es gerade in 34 Sekunden gemacht. Ich habe Weltrekord eigentlich gebraucht. Ich habe es zweimal verschrieben. Eigentlich habe ich gerade Weltrekord aufgestellt. Okay, dafür haben wir jetzt einen Laptop gekauft, extra. Extra, dafür haben wir einen Laptop gekauft. Ehre, Geld. Für diese Challenge. Dann würde ich sagen, der Versuch startet in 3, 2, 1, jetzt. Viel einfacher mit einer, mit einem Laptop. 40 Sekunden. Hat er die Augen zu dabei? R-S-T-U-V-W. R-S- T, U, V, W. Noch 20 Sekunden. Als ob, X, Y. Oh mein Gott, du hast noch 16 Sekunden Zeit. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das ist viel zu krass. Ist richtig? Ja, ich habe keine Fehler gesehen. U, V, W, X, Y, Z. Boah, wir haben Weltrekord aufgestellt! Wir haben Weltrekord aufgestellt! War ich schneller? Ich hätte zwar zwei Schreibfehler. Hey, als ob du 16 Sekunden schneller bist. Ich bin der beste Nachrichter der Welt. Was? Und jetzt stell dir mal vor, das machst du noch mit so einer Tastatur, die du so mitnimmst, dann los, ist es easy. Ich bin 16 schneller. Sekunden besser als der Weltrekord. Ich hab einen Weltrekord. Ich hab einen Weltrekord. Wenn ihr mal subscriben wollt, subscribe doch hier. Es lohnt sich auf diesem Kanal, denn das ist ein Kanal von einem Weltrekordhalter. Und klopfst du da auf meinen Bein? Er ist ein Weltrekordhalter, weil ich mich freue. Ja. Boom, Alter! Ich hab deinen Weltrekord fast geschlagen, ich hatte nur Fehler. Ich hab jetzt mit Stolz das offizielle, sehr, sehr, sehr offizielle Zertifikat absolut offiziell an den TJ World Records Holder übergeben. An den Herrn Rezo. Ja, Rezo. Ich bin sehr glücklich. Herzlichen Toll. Glückwunsch. Scheinbar hast du einen Belanglosen, ja, sehr wahrscheinlich nicht einmal regelkonform, ja, Weltrekord aufgestellt. Was? Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. vielleicht auch nicht. Du musst nackt eigentlich sein dafür. Ich, genau. Ich hatte noch zwei Bonusbuchstaben sogar dabei, das stimmt. Absolut. Es kommt wieder Werbung!
Pizza Tradition. Mir reicht's mit der Werbung von Dr. Oetker jetzt. Hier ist einmal ein Rechtschreibfehler drin. Das kann gar nicht sein. Leider ist diesen Zertifikat absolut nichts wert. Aber dient dazu, ganz cool auszusehen. Ey, gut gemacht, Großer. Kommt jetzt ins neue Office. Das kommt ins Office, ja. Gut gemacht, Großer. Gut gemacht, Großer. Auch gerahmt und so, heftig. Das ist wirklich, es ist machbar, dass wir hier Weltrekorde brechen. Es ist machbar. Ja. Ey, Leute. Den nächsten brechen wir ab. Ich würde auch einfach mir gerne selber Weltrekorde aufstellen. Fabian, dankeschön für das Twitch Prime Sub. Dankeschön, ich hab dich lieb. Auf jeden Fall auch. Okay. Leute, nächste Runde. Der nächste Weltrekordversuch ist, beziehungsweise hat etwas mit diesen wunderbaren Dingen zu tun. Ach so, geil. Trauben. Wir müssen. Danke auch Julian für den Twitch Prime Sub und Olli nochmal für die Pits. Gleich die Weintrauben. Ihr müsst. Wie du dich wehrst, aber dann so. Weintrauben. Hab ich Weintrauben? In diesem Weltrekordversuch müsst ihr euch 2 Meter auseinanderstellen. Ja. Und ihr müsst euch gegenseitig. Ich habe keine Freunde, das funktioniert nicht. Versuchen, die Weintrauben in den Mund zu werfen. Ihr dürft in den Mund. Ihr dürft euch dabei bewegen, natürlich. Was mit Joey passiert? Ihr müsst immer mindestens 2 Meter voneinander entfernt bleiben. Darf ich dir das auch so hier im Mund schießen? Nee, darfst du. Und der Weltrekord liegt bei? Der Weltrekord im Paar Trauben hin und her werfen liegt bei 33 Trauben. Das in ist in einer Minute? Ich drück die Weintraube nicht mehr aus. Wirklich nicht, nein. Oh! Wir sind raus! Ciao! CKX, danke schön für den Twitch Prime Sub. Das war ein ganz komisches Gefühl. Und Scheiß, wenn irgendeine Zeitung mal wieder klar machen will, was ich so für Content mache, zeigen sie den aus. Ja. Oh, nicht nochmal! 2 Meter ist 1, 2. Das sollte eigentlich mein neuer Sub-Sound werden. Einfach Joey, der sich diese, der das Ding aus dem Ding sagt. Was mit Mo? Mo ist, glaube ich, schon weg. Der ist 3x O gefahren. Yo. 4 stehen. Und Rezo darf? Sorry. 1, 2. Hier auch eine Fischeklammer zu orientieren. Wenn Gott, das ist so spannend jetzt, Alter. Ihr habt sofort alles verloren. Ihr steht 2 Meter auseinander. Ja. Leute, wir können diesen Weltrekordversuch starten. Okay. Der Timer ist auf 1 Minute eingestellt. Ich fange an. Und es 3, 2, 1. Oh, Scheiße! Ich wollte dazu Soundeffekte machen, aber es hat nicht funktioniert. Wir lassen es. Ja. 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 Oh Gott, Alter, als ob die so gut sind. Als ob die so gut sind. Als ob die so gut sind, Alter. Als ob die so gut sind, als ob Rezo das auch so gut fangen kann. Alter, ich kann nicht mal eine Sache fangen. Wie viel denn? 33, 34, das waren doch nur 33. Oder als ob die doch mal einen zweiten Weltrekord holen. Und es ist vorbei. Lava! Als ob! Oh mein Gott! Alter! Wir haben es geschafft! Ich will auch Weltrekorde! Einmal hier in euch, postet sofort. So, Thumbnail. Aber TJ auch, der Blick, ne? Da ist heißt aber mal Huf, Huf, kurzer Huf-Moment. So! Eine wacke WG-Party. Ja. Doch, siehst du, es hat geklappt. Ich hab dich heimlich gefilmt. Ha! Was passiert jetzt? Was ist das? I, warte mal. Ey, die haben wir ehrlich auch. Oh nein, hat er nicht die Traube da rein in seinen Mund genommen? Das ist immer noch so nass. Ja, meine auch. Okay. Leute, nächste Runde. Ja. Ey, ich bin jetzt so hyped. Hype! Lässt dich zusammen. Oh, hast du mal in dem Video gesagt, wovon der Fleck dahin ist? Nein, der ist doch neu. Darf ich das sagen? Ich weiß nicht, ob derjenige das so cool findet. Ja, komm, sag, hau raus. Okay, Joey hat da hinten einen Fleck an der Wand. Der ist den? Weiß ich nicht. Ja, Mann. Der ist, weil jemand am Hinterkopf geblutet hat und sich dort angelehnt hat. Weshalb das so passiert ist, könnt ihr jetzt spekulieren. Geht immer gut ab hier. Es. Alles klar. Ganz große Partys im Haus Jungle. Wieso die Couch unter Quarantäne liegt, könnt ihr auch spekulieren. Wir haben mit glibberigem weißem Zeug gespielt. Das jetzt muss ich auch los, lange. Auch. Gute Partys im Hause Jungle. Jetzt ist aber auch einiges passiert hier gerade. Ihr seid jetzt doppelter Preisträger des TJ. Also, das hatten wir. Das hatten wir gerade, ne? Und dann stehen hier auf einmal so Schüsseln und sowas. Guck mal hier. Hier stehen so Schüsseln. Ah, das ist von dem Weintrauben. Studio 71 Werbung. Seht ihr nicht? Halb nur. Gut so. Und hier sind auf einmal total viele Sachen auf dem Boden. Was ist denn jetzt alles passiert hier noch in der Zwischenzeit? Crazy. Höchstwahrscheinlich sieht man das bei Joey auf dem Kanal. Das finde ich verrückt.
Das finde ich verrückt, muss ich sagen. Alter, ey. Als ob die zwei Weltrekorde haben. Also ich hätte nach wie vor auch einen. Ich würde Rezo auch fertig machen. Ich bin dafür, ich habe jetzt auch einen Weltrekord. Ich habe Rezos Weltrekord geschlagen. Titel für dieses Video. Fertig. Fertig.